Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Zauberei und Maschinen. Achso, stimmt. Am Anfang wollte ich euch direkt erstmal zusammenfassen, ganz kurz, was sich getan hat hier. Ja, mit den Schildern wollten wir uns dann noch was überlegen. Das machen wir vielleicht dann beim nächsten Livestream oder so. Da sind wir, naja, nicht ganz so erfolgreich. Aber es gibt schon einige Gesichter jetzt mehr, einige Skins mehr, einige bunte Lampen mehr. ganz wichtig. Natürlich nicht so wichtig wie die Gesichter, ist ja klar. So, das hätte ich im Livestream machen müssen, wollte ich dann aber nicht. Das muss man dann heute als nächstes angehen, hier mal ein bisschen Ordnung zu machen, schnell bei dem ganzen Stromgedöns hier. Genau, dass das ein bisschen effektiver machen kann. Dann habe ich hoffentlich da hinten den Quarry repariert. Der sollte jetzt hoffentlich endlich so funktionieren. Sorry. Was ist denn jetzt los? Ach, der war! Ja, ich übernehme deinen Job heute. Heute bin ich am Rumkrächzen. Hallo, Lüni. Hallo. Ja, es sieht auf jeden Fall jetzt schon mal besser aus, würde ich sagen, als beim letzten Mal, wer es noch so im Kopf hatte. Ich habe es ja auch im Kopf, aber meistens andere Sachen. ja, so. Habe ich noch was vergessen, Lüni? Du hast ganz viel Fuel gemacht, das Öl, die Ölproduktion läuft. Ach ja, stimmt, da hinten die Engines sind wieder alle vollstens befüllt. Ich hatte die ja im Livestream abgeschaltet, aber die Highlights kommen dann noch. Im Gegensatz zum letzten Livestream, wo ich es ja massiv verkackt habe. Ja, so hier läuft. Wie sieht denn eigentlich das Wasser in den Engines aus? Bist du betrunken, Lüni? Ja, nein. Ich hatte nur gerade einen Knoten in der Zunge. Ja, das ist halt, ich weiß nicht, was dieser obligatorische Strich da hat, aber ich glaube, ich habe so das Gefühl, der ist nicht bedenkenswert, weil... Den hat's da irgendwie immer, aber frag mich nicht warum, weil im Endeffekt da unten sieht's top aus, was den Füllstand der Pipes angeht. Also ich meinte eigentlich die oben, aber ist okay. Achso, naja, ja. Dann sag das doch. Sicher ist sicher. Dann sag, oh, sag das doch. Das doch. Naja, haha. Ich. Du ich hast mir, ich hab mir eingenässt vor Lachen. Ups. Ja. Na, läuft doch. Ich meine, im Endeffekt braucht man ja nur die hinteren zu kontrollieren. Naja, obwohl beim Wasser weiß man es nie. Da ist es ja nicht. Sieht aber sehr gut aus. Ja, ja, das ist ja jetzt alles im Endeffekt. Das ist die einzige Möglichkeit, dass die noch in die Luft gehen, an der Versorgung wird es nicht liegen durch die Goldpipes, ist, wenn da aus unerfindlichen Gründen wieder das Wasser alle geht. Ja. So, aber jetzt wollen wir uns nicht länger aufhalten hier mit irgendwelchen Nichtigkeiten. Es gibt viel zu tun. Das waren auf jeden Fall jetzt so die meisten Sachen, glaube ich, die wir gemacht hatten im Livestream. Ja. Wer sich, stimmt, ein bisschen Quarry ausgemüllt hat man auch, deswegen werde ich da mal schnell hier, das hat man nämlich auch noch gemacht, das hat man auch versprochen, Inventar aus, ups, was habe ich da jetzt gemacht? Du hast einfach nur gesaved. Ah, aber hier, stimmt, das wurde als Comment geschrieben, ja. Ich soll auf Receipt Mode schalten. Ja, das habe ich manchmal, ich vergesse es dann nur auch immer, weil ich in derselben Konfiguration auch immer noch eine Testwelt habe, wo ich manche Sachen austeste und, ja, wenn das dann passiert, dann mache ich manchmal halt, dass ich mir einfach die Items schnell, mit denen ich teste, ins Inventar hole, um dann nicht ewig rumzudoktoren. Ja, aber derer? Ja. Entschuldige mich bitte, wenn ich dich jetzt unterbrochen habe. Ja, wie immer, ich bin es ja nicht anders gewohnt, ups, von dir. Aber ja. Es gab zu diesem Comment noch einen Zusatz. Ah, aha. Ja, mit Linksklick dann auf die Items da in Not Enough Items. In deinem Inventar kannst du dir das Rezept anzeigen lassen. Ja. Und mit Rechtsklick kannst du dir anzeigen lassen, was du daraus machen kannst. Achso, dann warte mal. Achso, mit denen ist es dann schlecht, weil da kann ich nichts draus machen. Ja. Was kann ich denn was machen und Wolle. Aber das kann man ja nicht. Wolle, ja. Kann man ja nichts mitmachen. Warte mal, machen wir mal Sir Creed. Ja, du hast viel zu unkreativ gedacht, Lüni. Also hier. Also Linksklick ist. Das Rezept. Aber das ist hier Dingscraft, das ist Industrial Craft und geht damit nicht. Na, ist ja jetzt auch egal. Funktioniert. Das Prinzip habe ich verstanden. Ja, ich war eigentlich noch bei Inventar aufgeräumt. Hier, guckt, wie schön die Kisten jetzt sind. Naja, ich finde das eher unaufgeräumt und finde mich schlechter zurecht. Aber es ist so pseudo aufgeräumt. Aber hier, ist das nicht ein Traum? Ist das nicht verrückt? Und ich habe jetzt noch einen weiteren Sack hier, Textilaufbewahrungsgerät, Entschuldigung, falls ich irgendjemandes das Gefühl verletzt habe, für Pipes, weil da hatte ich einfach am meisten von hier im Grünbeutel. Nicht im Grün, im Lila Dingsbums. Und ja, der ist jetzt auch ein bisschen leerer. Jetzt habe ich da auch noch das Zeug für im Nether reingepackt, das ich kurz mal aufschieben muss, weil, ja, jetzt muss ich erstmal da oben das Solarzeug. Das haben wir noch gemacht. Was denn? Geh mal in dein Inventar. Hä? Ja? Da. Links? Ah, ja, eigentlich wollte ich ja keinen Progress machen. Stimmt, da, hier, Quantum Suit Body Armor. Ich habe sie jetzt komplett, dass ich jetzt auch im Nether schwimmen gehen kann zur Not.
Kann ja mal passieren, wenn man von Gas beböllert wird und so weiter und so fort. So, der Plan aber für jetzt erstmal noch schnell, das hier muss einfach überarbeitet werden. Es ist ein riesen Haufen. Ja, da muss was passieren. Ich hoffe, dass jetzt hier möglichst alle Solarzellen bei rumkommen, wenn ich die jetzt einfach mit dem Wrench kaputt mache. Aber aktuell sieht es ja noch ganz gut. Ja, das war so klar. Wenn ich sage, es sieht gut aus, dann passiert es beim ersten. So, dass ich da draus dann möglichst viele, sag schon, wie heißen die Dinger? Low-Voltage-Solarzellen erzeugen kann, um dann hier einfach wieder eine neue Blume zu machen. Die Blume darf nicht fehlen, die gehört doch dazu, die Sonnenblume. Jawohl. Aber, so nicht. Das ist einfach total ineffektiv jetzt. Die werde ich, oh, wenn die jetzt kaputt gehen, das wäre ja schrecklich. Das würde wehtun. Mache ich die, du Lümmi, in der Wiki, da stehen doch immer so. Ich kann sein, dass man die einfach, dass die nicht mehr kaputt gehen können und man die einfach mit einem, sag schon, hier, Pickaxe. Ich schau eben nach. Kann. Ja, schnell, Lümmi. Weil die Maschinen spinnen hier schon wieder rum. LV Solar Array. Ja. Steht überhaupt kein Werkzeug dran. Na dann, ja, es ist Pickaxe. Ups. Oh. Wollte ich nicht, Entschuldigung, tut mir leid. Ist ja schnell repariert. Oh, aber hat mir ganz schön das Maschinchen hier leer gesaugt. Oh. Das ist jetzt ganz du schön geschafft. Du könntest ja auch erstmal den Oil Fabricator abmachen. Ja, das ist eine gute Idee, den mache ich mal schnell. Das ist keine schlechte Idee. So, dann haben die Maschinen hier bei der Verarbeitung zumindest erstmal keine Probleme mehr. So, jetzt nehme ich mir die Dinger schnell mit. Ah, das ist gut, dass die nicht mehr kaputt gehen können. Oh, ist das gut. Das ist super. Das gefällt mir. Ups, oh, das Ding ist einfach zu mächtig. Aua. Und ich bin zu schlecht, ja? Ich habe noch ein paar Comments. Ach, ich habe einen Ring. Oh, das ist immer so schrecklich, wenn ich den Ring aus Versehen rauspacke. Ja, hau rein. Ja. Nee, das tut dir weh. Ja. Ja, es wurde nochmal das Thema mit dem Tablet und den Vorlagen angesprochen. Ja. Und du hast es jetzt auch verstanden, wie es gemeint war. Nee, ja, ich hab's verstanden. Wir haben aneinander vorbei kommentiert und debattiert. Also, weil die Sache ist die, ich habe das schon verstanden, dass ich das mir ja dann, ich muss noch eins höher. Ja. Dass ich dann mir das einfach, wenn ich jetzt das Tablet, wenn ich jetzt das Tablet einfach hier habe und sage, ja, ich brauche hier, was weiß ich, was für 4 EMC und dann mache ich hier 1, 2, 3, 4 und ich mir dann das hier für 4 EMC rausziehen kann, das ist mir schon klar gewesen. Aber dann verbraucht sich ja diese EMC hier auch. Und manchmal ist es mir natürlich nicht so lieb, wenn mir diese Vorlage dann, tja, krachen gehen, nicht? Da hilft ja nur so ein bisschen EMC jonglieren. Muhaha. Ja, nee, aber natürlich, Prinzip ist angekommen gewesen, ganz klar, aber ja, wir haben aneinander vorbei debattiert, würde ich behaupten. Ja. Ja, so ist das manchmal im Leben. So, okay, also jetzt schnell, dass das hier alles wieder ups seinen Gang geht. Mal hier ein bisschen Kabel angeschlossen, die können ja auch ein paar. Wir haben es doch, die Kabel kosten doch nichts. Eben, und die Blume muss ganz weit in den Himmel ragen, oh, da ist noch liegt sogar noch was, ja. Ja, so. Eva? Naja, mehr als 40 kann ich nicht geben, aber das ist ja jetzt hier eigentlich hoch genug, oder? Ja, oder? Das passt. So, mehr gibt's nicht. Ja, Lüni, was ist los? Du sollst doch deine Engines für die Raffinerie nicht mit Öl, sondern mit Lava betreiben. Ah, ja, wo wir wieder, es stand noch mehr bei dem Comment dabei, nämlich Lava aus dem Nether mal wieder. Warte mal, muss ich die Verzweigungen, nee, jetzt muss ich erstmal da direkt ranpappen, ne? Richtig! Ja, stand nämlich auch, ich soll dafür Lava aus dem Nether nehmen. Aber ich muss sagen, wenn die Fuel-Produktion dann einmal läuft, jetzt auch mit der Oil-Maschine, ne? Dann kann ich die auch getrost einfach mit Fuel laufen lassen. Die haben es doch. Ja. Weil umso effektiver laufen sie, umso schneller wird hier umgewandelt, dann auch wieder das Oil. Hat sich ja jetzt mit der Zeit einiges angesammelt, weil das hier ja jetzt auch nicht lief, ne? Doch, jetzt habe ich es wieder angestellt am Ende des Livestreams. So, und ich höre schon jetzt... Oh, da ist noch eins. Jetzt rappelt es hier schon ordentlich. Noch scheint es nicht auszureichen, was da ankommt. Da ist noch irgendwie ein Kabel, glaube ich. Oder? Du hast ein Kabel abgemacht. Ja, zu dem Teleporter-Ding, weil... Ich will den dann separat versorgen irgendwie, weil das ist nervig, wenn ständig hier man Strom für die Maschine abzwickt. Nicht? Ja, aber Thema Lava aus dem Nether ist natürlich eine wichtige Sache. Das wird mir einiges an Ressourcen oder beziehungsweise Strom. Und der Strombedarf explodiert ja gerade förmlich.
Oh, ist das gerade ätzend. Naja, der Strombedarf, wie dem auch sei, explodiert ja gerade förmlich und deswegen muss da ja dafür auch gesorgt werden, dass da möglichst schnell neuer kommt. Und Lava aus dem Nether ist da natürlich eine feine Sache. So, jetzt schmeiße ich da erstmal alles rein, was davon war. Und dann schaue ich jetzt mal, ich schaue mal schnell, wie viel ich mir jetzt hier vielleicht noch an Low-Voltage-Gedöns requesten kann. Nee, das ist Transformator, muss ich das... Ja. Ich probiere es mal mit 3 ganz vorsichtig. Oh, Refined Iron, das war so klar. So, und das ist nämlich gleich das nächste, was wir in dieser Folge angehen wollten. Die Luni und ich haben wir uns so vorher überlegt. Boah. Ja, nämlich Refined Iron, ein bisschen den Prozess zu optimieren. Ja. Mehr Refined Iron in kürzerer Zeit, einfacher das automatisieren. Da ist es. 3 Stück Request. Oh, ist das nervig. Sorry, Leute. Ich muss hier mal eben den Sound, das ist ja... Es ist ja, denke ich mal, auch für euch nicht mehr zu verkraften. Gucken! Ja, es rödelt. Nee, aber wir haben keine Zeit. Wir wollen ja auch was schaffen heute. Ja. Und nicht nur da mal ein bisschen Maschinen abgeknapst. Deswegen mache ich hier direkt mal schnell eine Ecke frei. Hier kommen dann jetzt diese 2 Öfen von da oben ins System rein. Die machen nur einfach, um garantiert genug Platz zu haben, hier mal so 3 noch. Oh, shit. Eieiei. Du ruinierst deinen Boden mal wieder. Ja, kennt man ja. Aber da wissen wir ja, wie man dann damit verfährt. Ich hoffe, ich habe da oben zumindest nichts kaputt gemacht. So, okay. Das lässt sich ja alles recht schnell reparieren. Ach, da haben wir doch schon Schlimmeres gemacht. Da haben wir doch schon wesentlich Schlimmeres gemacht. Ja. Da nehme ich jetzt einfach hier Fackeln und Sand und dann passt das. Ja, ja. Dann hattest du letztes Mal gesagt, mit den Villagern. Was denn? Villager-Eier, dass du die ja schon mal hattest. Und dann wurde geschrieben... Ich glaube, da meint jemand den Eisengolem. Ups. War das jetzt schlecht? Ich glaube schon, nicht. Ne? Nee, läuft. Ja, dann mach den anderen auch noch weg. Ja. So, was war jetzt mit Eisengolems? Ja, nicht Villager, sondern Eisengolem. Aber die Eisengolems machen die doch selber irgendwann. Ja, genau. Ja, stimmt. Die spawnen ab einer gewissen Menge an Villagern irgendwie. So ja. Nicht. Deswegen würde ich da lassen. Ey, weißt du, was ich mache? Nee. Das ist Cobblestone, oder? Ja. Ja. Dann mache ich jetzt einfach hier wieder die Wand zu. Und dann lasse ich das Kabel drinnen weitergehen. Nee, da ist ja ein Ofen. Shit. Ah! Du könntest natürlich auch den unteren... Ich mache das Kabel dann hier lang und mache dann ein Panel vor. Muhaha. Richtig? Ja. Richtig. So, also kann das Kabel dann hier lang gehen. Richtig? Richtig. So. Aber da kann dann auch noch ein Panel hin, ne? Ja. Da kann ich das ja mit jeweils 2 Panels verkleiden. Ja, du kannst es nach vorne und nach hinten. Oh, dann muss ich die Fackel aber woanders hin machen. So, ach, jetzt alles wieder hier zurückbauen. Ach Gott. Naja, haben wir noch mehr Comments, Luni? Ja, so ein paar. 3 Stück noch. Okay, na dann. Du sollst doch den Dreck direkt in den Recycler laufen lassen. Das würde aber aus mehreren Gründen ganz schlecht realisierbar sein. Weil dann müsste man das hier komplett umstellen. Das hier ist ja ein bisschen um den Overflow. Jetzt ist zum Beispiel gerade wieder zu wenig, was ankommt. Aber sobald ich dann jetzt hier zum Beispiel die Steine wieder, um möglichst viel zu produzieren, hier lang gehen lasse, wird ratzefatze die Kiste dann wahrscheinlich wieder voll und tralala und dann passieren hier wieder schreckliche Dinge. Das ist ein bisschen um den Überschuss zu handhaben. Und dann müsste ich hier, also es würde, von hier kann ich ja dann auch das Zeug nicht absaugen, weil es hier geht ja direkt in Diamanten und ach, es wäre ein Riesendrama, was dann da passieren würde. Nicht? So, ja. Aber ich will jetzt hier weitermachen. Also wäre schlecht realisierbar, finde ich. Nicht? Dera? Ja, Löni. Es wurde gesagt, da war Gunpowder im Zyklus. Ja, ich muss sagen, ich habe es übersehen. Stimmt, absolut. Ich habe es mir dann eben auch nochmal angeguckt vor der Folge. Hab's mir angeguckt, ja, da ist tatsächlich Gunpowder in dem Cycle. Ich hab's, ja, war zu lahm. Kennt man ja. Ja, so, Strom, ach, den lasse ich dann mal kurz hier hinter so und dann so und dann so und so. Und dann mache ich hier die 2 Furnaces hin, richtig? Die Furnaces? Obwohl, warte mal. Hier Furnaces, naja, und von vorn muss ich absaugen. Nee, muss ich noch weiter hinter. Geht so nicht. Ja. Aber macht ja nichts. Hier kann ich ja ganz entspannt hier so diesen machen. Dann ist der Kram hier weg. Ups. Und natürlich wieder zu viel. Ja, aber jetzt... Ach, der... Egal, da stehen die Furnaces drauf. Ist mir doch gut. Ja. So. Einen habe ich jetzt noch. Ja, dann trag vor. Du hast die Scrapbox vergessen. Oh no, schon wieder. Ja, du Ja, das ist mir auch direkt nach der Folge wieder... Oh, es ist immer noch zu nah. Kann das sein? Nö. Naja, doch. Nee. Ich mache einfach die Redstone, Red Power, Redstone Engines.
Redstone Engines da vorne ran. Hoch mit dir. So, ich glaube, ich habe die als Rezept, oder? Ich glaube schon. Ja. So, zwei Redstone Engines. Guck mal, ob deine Dinger jetzt mittlerweile da sind. Das hat mich eben beobachtet. Das Schaftier. Naja, aber jetzt einfach so verschwinden. Was sollte ich gucken? Deine LV-Dinger. Ah, ja. Und Scrapbox gleich mitnehmen. Ich habe überhaupt keinen Überblick mehr, ob das jetzt mit dem Scrap... Ja, zu spät. Ach so, du meinst, dass ich die von da oben... Ah, ich muss zwei mitnehmen. Ja. Eine für heute, eine für letzte Folge. Mal. Ja. Ja. Ist okay, bin ich überzeugt. Mach mal. So, Juhu. Da. Okay, also eine schätze ich mal von da oben runterwerfen. Richtig? Ja. Richtig. So, Kabel brauche ich auch wieder. Uiuiui, da muss ich mir bei Gelegenheit mal neue craften. Das Rezept hat mir immer noch nicht... Nee, du hast das letzte Mal nicht auf mich gehört. Ja, stimmt, da war ich zu faul. So, okay, das reicht aber jetzt auch erstmal. Es reicht! Schnauze voll. Nein, Quatsch, natürlich noch lange nicht. Bisschen was mache ich die Folge noch. So. So, ran damit und ran damit. So. Und jetzt mal vorsichtig schauen, ob man den Sound wieder hochdrehen kann, ohne dass einem wieder die Ohren bluten. Und wie wir hören wir... nichts. Wenig. Oh, jetzt geht's doch wieder ordentlich voran. So, mal sehen, wie es wird, wenn dann auch die Öfen wieder laufen. Aber aktuell muss ich ja noch eine Scrapbox von hier werfen. Mache ich ganz hier durch die Lücke. Ja. Und versuche dabei, den MFE zu treffen. Ja. Naja, fast, oder? Was war's? Ein Stock. Ja, ganz toll. Und eins mache ich auf gutes Gelingen da. Hier, auf dem Tank. Habe ich nämlich auch noch nicht. So, whoop. Eine Schaufel. Das hätte ich eigentlich für letzte Folge machen müssen. Das hatte ich doch letzte Folge gemacht, oder? Ja. Naja, egal. Egal. Die Schaufel ist für letzte Folge. Ja, aber ich habe doch die Schaufel als zweites rausbekommen. Ja, das schneiden wir einfach. Nein, machen wir nicht, aber das werden wir einfach so. Und ein Stock. Ja. Ein Stöckchen. Viel Holz, diese Reihe. Ja. Aber derer? Ja. Kommentare sind durch. Oh no. So, dann brauchen wir jetzt zwei, aber wir machen noch ein bisschen was. Ein bisschen was machen wir noch, oder? Ja, ein bisschen was. Zwei Wooden Transport Pipes, oder? So ein bisschen. Und Supplier Pipes braucht man noch zwei, so ein bisschen. Ja. Ja. Da hast du, glaube ich, das Rezept schon installiert. Ja. Ansonsten weiß ich das auch. Nee. Das kriegt man hin, das habe ich, muss ich nur das Bildchen mir, das passende finden. Was? Hatte ich schon vorbei? Ja, hast nicht. Hä? Du hast keine Supplier Pipe. WTF? Warum? Weil du noch keine benutzt hast. Dann sag mir mal das Rezept dafür, den Kram. Oder obwohl, das müsste ich ja auch selber finden, oder? Ja. Lapis und Basic Logistics. Ja. Da bin ich jetzt aber gerade zu faul, das Rezept da unten zu installieren. Ich nehme einfach ein bisschen Lapis. Wie viel kam da raus? Nee, ich meinte bei dem Rezept eine immer nur, ja. Ja. Also brauche ich vier mal schnell für den Anfang. Kann ich jetzt schlafen? Sieht so dunkel aus. Ah ja, geht doch. Und da brauche ich zwei Basic Logistics noch. Michael, ich schnappe hier schnell. Hast du bestimmt im Beutel. Ja, natürlich. Falscher Beutel. Stimmt, ich habe da ja jetzt extra Beutel für. Muss ich mich auch erstmal dran gewöhnen. So, schnell gecraftet den Kram. Zwei in die Mitte. Ja, wie wird das wohl sein? Ups. Ja, ich habe es doch schon gesehen. Ach so. Ist doch überhaupt kein Geheimnis. So, okay. Dann wollen wir mal schauen, ob wir das da unten jetzt schnell noch installiert bekommen, dass es funktioniert. Wäre ja wunderbar. Dann hätte man ja ausnahmsweise mal fast gut was geschafft, diese Folge. Da wollte ich... Die Engines. So. Ich hoffe... Na, irgendwie müssen die doofen Dinger auch gepowert werden. Ich hoffe, ich habe nur irgendwo noch Redstone-Torches. Natürlich. Da nicht. Nicht. Na, hier will ich es auch nicht haben. Und da sowieso nicht. Oh, Mann! Hätte man mir das nicht vorher sagen können? Bunny, hast du wohl nicht aufgepasst? Du hast doch nicht gefragt. Ja, das sagst du dann immer. So, zwei... Stöcke hast du. Stöcke habe ich. An den einfachsten Sachen scheitert es dann immer. Es ist schrecklich. Es ist einfach schrecklich. Naja, ja. Kann man nichts machen, außer sich schnell mit den passenden Reagenzien und so weiter im Crafting-Dings-Bums zu behelfen und dann... Hat man es auch. So oder ähnlich. Jetzt. Achso, ja, muss erstmal Wooden drüber. Dass ich's. Siehst du das Problem? Nee. Ich muss da nochmal was demontieren. Was denn? Ja, das da. Hier ein Stein. Dass ich das jetzt drehen kann. Ah! Komm. Oder wäre ich da? Nee, wäre ich. Doch, wäre ich auch von oben. Ja. Oh, Menno.
Ach, Dera. So ein Cheat. Ja. Naja, jedenfalls so, das ist jetzt okay. Da müssen jetzt da die hätte ich vermutlich zeitiger um die Ecke gehen müssen mit dem Oh no. What has I done? Again. Naja, ist mir jetzt auch egal, kann ich dann ja noch reparieren. So. Also, da oben meintest du, müssen Supplier hin, richtig? Ja. Richtig. Richtig. Also, dann sind wir doch so nett und erfüllen der Lünni ihren Wunsch. Wie könnte ich das denn auch abschlagen? Und, Das Ganze muss jetzt an eine Kreuzung ran. Dann nehme ich am besten mal, die. Mach das sind ich hier. Crafting Logistics, oder? Aber da könnte ich doch theoretisch eine Basic drauf machen und dann habe ich da eine Kreuzung, oder? Du kannst es auch einfach nur an das eine Rohr da hinten dran machen, dass du nicht quer durch den Raum musst. Das Problem hier ist, hier oben will ich doch rangehen, dass es in diese Kiste da geht. Ja, du musst das Ding ja nicht ganz oben hin machen. Was? Die Basic Logistics. Du kannst ja auch tiefer machen. Hier. Oder? Hoch, hoch. Da, zu hoch. Da. Ja. Ja, dann, aber ich muss doch von hier hochkommen. Mit den, Jetzt! Ja, doofe Lünni! Ja, also sind wir uns jetzt einig, dass es nicht funktioniert, so wie du das doofe jetzt meintest. Naja, doofe Lünni würde ich jetzt nicht direkt sagen, das ist ein bisschen brutal. Deswegen nehme ich nämlich auch nur Cobblestone, dass die sich nicht mit den Stones verbinden. Und gehe dann hier mal, ups, so ein bisschen hoch. Das ist natürlich jetzt, so habe ich das natürlich nicht bedacht. Oh, jetzt kriegt man tatsächlich platztechnisch immer noch ein Problem, oder? Ja. Shit. Was hast du denn da hinten als letztes für ein Rezept dran? Wo, hier? Ja. Circuits. Also ich fände es einfacher, den Crafting Table umzustellen. Nee. Nee. Guck mal, wie schnell das hier geht. Zack, zack. Ich da erst mein neues Rezept gebastelt habe und tralala. Meine Engine! Jetzt immer mit der Ruhe, Lindy. Immer mit der Ruhe und dann mit dem Ruck. Wir schaffen das diese Folge noch. So viel zum. Wir hatten uns darüber unterhalten, ob wir es mal schaffen, nur eine 20-Minuten-Folge zu machen. So viel zu dem Thema. Ja. Ja, ja, ja. Irgendwas ist doch immer. Nicht? So, runter damit. So. Da einfach schnell die Engines. Nee, die Öfen. Furnace ist angeklatscht. Sieht ja dann keiner das Loch. So, da schnell Löcher. So, also, noch mehr Löcher. Ich würde das Loch sehen. Was? Ich würde das Loch sehen. Wegen der Pipe. Na ja, du hast natürlich absolut recht. Dann machen wir da schnell einen Stein hin. Das muss ja nicht schön sein. Ups, das ist natürlich falsch. So, alles wird gut. Das ist auch nicht ästhetisch. So, wunderschön ist es jetzt. So. Mann. Links. So, da, ja, danke. Schneller. Lindy. Arbeiten. Hi. Erstmal Wooden Pipes, ja. Verrückt. Absolut verrückt. Ah, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir hatten ja am Sonntag so einen Spaß im Livestream. Hatten wir? Ja, wir haben uns gegenseitig so zum Teil, Hatten wir? Ja, geneckt. Ich nenne es mal geneckt. Ja? Ja. Hab mich gar nicht so aufgepasst, ich war immer so konzentriert. Ja. Ja. Hab ich schon gemerkt. Mhm. So, also, jetzt auf ein neues Supplier. Ja? Ja. Ups. So, so. Ja. Und hier dann diese Cobblestone-Gedöns. Ja. Nach vorn, ja. So. Und dann, ach nee, mindestens eine Eisen muss man hier jetzt installieren. Dann nehme ich da hinten Eisen, oder? Nee. Wieso? Wieso? Ich würde hier vorne eine Eisen nehmen. Wieso? Oder ich würde an... Nee, doch, hinten. Hast recht. Doofe Lünni. Ja, schon wieder. Überlass mir doch einfach das... Nein. Ja, du wolltest. Der ärgert mich. Du hast mich jetzt nicht aussprechen lassen. Ich wollte einen vulgären, humoristischen. Wollte ich machen. Ja. Aber das ist doch auch doof das irgendwie hier. Aus. Ja, nee, ist scheißegal jetzt. Muss ich doch hier, kann ich da noch nicht, weil sonst würde es sich ja mit der Pipe verbinden. Ja. So, okay. Und dann quasi hier, so, so. So, ja? Sind wir uns einig, dass warum das jetzt... geht der an das Shelf ran? Ich habe keine Ahnung. Wir aber das Shelf sehen. Ist voll. Ja. Okay, ja, und dann jetzt hier noch Supplyen. Ja. Machen wir auch einfach so. Und. Ah, so. 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 Wir haben es gleich. Oh nee, da nicht. So. Sehr okay. Gut. Jetzt musst du noch Eisenbarren in die Supplier Pipe. Ey, ich bin ja echt gespannt, ob sich das ausgeht, Lenny. Ich auch. Ohne Scheiß. So.
Oh mein Gott. Aber nicht zu viele. Ja, ganz schön viel Obsidian. Ja, ja, das muss ich dann entfernen. Bei Gelegenheit, gleich, ja. Schnell. Ich mache immer eine einfach rein, oder? Mach drei am besten direkt, dass da nichts leer läuft, weil die fordern immer erst an, wenn es leer ist. Echt? Ja. Das ist ja bescheuert. Du kannst aber dann kann ich auch, ja immer gleich du kannst aber auch, Dira, du kannst auch Partial Requests anfordern. Nee. Irgendwie nicht. Ah nee, ich kann immer nur einen. Und, aktuell passiert da auch noch nichts. Oh, nee. Nee. Also, Lüni, irgendwas ist da falsch gedacht bei deiner tollen Idee mit, Dingsbums. An der Kiste ist aber schon eine Provider-Pipe dran, oder? An der, natürlich. Wo kriege ich denn sonst immer die ganzen Erze und Scheiß her? Aber warum sieht die Supplier-Pipe bei mir ganz anders aus auf dem Bildschirm? Hast du die falschen Pipes genommen? Was ist das? Das ist Supplier Logistic Pipe. Und das ist. Ups. Ich mache mal 5 rein, ja? Ja, und jetzt kannst du Partial Requests anklicken. Partial. Partial. Ja. Und wo bleiben? Oh. Entschuldigung, tut mir leid. Ja, dann mache ich hier mal noch als letzte Tag die Overclocker-Upgrades rein und würde sagen, besten Dank fürs Zusehen in dieser Folge von Let's Play Zauberei und Maschinen. Hier kannst du jetzt immer schön rödeln und automatisch Eisenbahnen auch machen, dass man auch schneller vorankommt mit den ganzen Industrial Craft Sachen. Es hat ja eigentlich immer an den Kabeln, die jetzt verbessert sind durch hier dieses ganze Zeug und hier den ganzen Rubber, und wo ist er da? Jedenfalls alles ist toll, alles wird jetzt schneller gehen. Wir werden ganz toll und reich werden und wenn wir das nicht schon sind, auf jeden Fall sind wir reich an Erfahrung. Nee, aber reich an eurer Anteilnahme und das freut uns am allermeisten. Tschö! Tschüssi!